Und wie kommst du... Okay. Okay, alles klar. Gut. Ich schau mal, ob ich direkt noch ein Level aufsteigen kann. Nee, gut, okay. Schauen wir mal. Okay, gerade am Anfang, alles klar. So. Schauen wir mal gerade durch. Genau, Blades haben wir ja auch noch. Und wir haben quasi schon die erste Quest von der Dark Brotherhood bekommen. Und Inn of Ill Omen haben wir direkt hier in der Nähe von Rubber's Glen Cave und ist in der Nähe von der Imperial City, zwischen der Imperial City und Braville. Oko. Aber, ich habe jetzt gerade übrigens währenddessen gerade nochmal nachgeschaut, wir können die Quest für, ich glaube Spellbreaker war es, auch schon machen. Periite wäre der Daedra, den wir brauchen. Und wenn diese Seite jetzt hier mal nicht spinnen würde, dann könnte ich auch direkt gleich schauen, wo wir genau hin müssen. Genau, hier haben wir nämlich A Strange Door. Gerade nochmal schauen. Okay. Und Boethia ist auch direkt in der Nähe, nämlich hier oben in dem Bereich. Das heißt, wir müssen... Fort Grief wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit. Aber wir gehen mal... Nächste wäre jetzt... Also ja. Wäre jetzt von hier aus. Das heißt, wir müssen den Grey Prince eigentlich gar nicht umlegen. Irgendjemanden in dieser Quest für Volendrung haben wir schon jemanden umgelegt, der anscheinend von positiver Relevanz war. Haben dann somit eben schon die Möglichkeit bekommen, dann eben direkt mit der Dark Brotherhood zu beginnen. Wobei, wie gesagt, ich habe noch nie irgendwie die Quest für... die Blades gemacht, deswegen wäre das auch mal interessant zu sehen, was die Kollegen alles noch haben. Also was da questtechnisch noch so zu holen ist für uns. Also wir bekommen halt einen extrem guten Reward am Ende. Ich glaube, für die Blades bekommt man... von den Blades bekommt man irgendwie ein... Ich glaube, eine Armor? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Drex Will-O-The-Wisp. Suck on this. Ooh. Fire, Frost and Lightning have flowed from your fingertips. You are now a Journeyman in Destruction Magic and can cast Journeyman-Level Destruction Spells. Wurde aber auch Zeit. Du Mistvieh. Hasse euch. Na gut, zumindest hat er sich um den Bandit gekümmert. Immerhin das. Moment. Hier in die Richtung müssen wir. Ein bisschen, wie wir das gewohnt sind, abseits von der Straße. Hier hinten haben wir ein Oblivion Gate. Ich habe hier rechts wieder einen Drex Will-O-The-Wisp gesehen, da in der Entfernung. Die kann man zum Glück relativ früh orten. What the fuck war das gerade? Hat das gesehen? Das da hinten, das Grüne, das da aufpoppt? Das stimmt irgendwas nicht. Jetzt hier Siren hat auf einmal um die Ecke kommt, da mache ich mir auf jeden Fall Sorgen. Ne, wir sind safe. Mal kurz schauen, dass wir hier ein bisschen besseres Wetter kriegen. Das ist ja nicht mehr normal. What the fuck? Mal genau schauen, du beginnst, wo wir genau hin müssen. Was ist denn hier für ein Dreckswetter in der... im Osten? Von, das ist doch schon viel besser. What the... fuck it. Es ist das, was ich denke, dass es ist. Allerdings. Okay. Wollten wir schauen, ob der Kollege eventuell vielleicht uns doch wohl gesonnen ist. Dem ist allerdings nicht so. Von daher kriegst du jetzt mal schön was zwischen die Tatzen, mein Freund. Mhm. Yeah.
Okay, wir geben ihm eine Chance. Boom, Headshot! Oh, aber perfekt. Direkt in die Nase hier. Perfekt. Perfekt. Thanks for the Curious. Thanks for the Silver Mace. Und goodbye. So, wir müssen noch ein bisschen ins Landesinnere. Und, glaube ich, überhalb oder auf der anderen Seite von diesem Fluss, den wir mal hier gerade graziös überqueren. Habe ich nicht? Doch ja, ich müsste Waterwalking haben. Ah ja, habe ich auch, okay. Sah ein bisschen komisch aus. Nehmen wir mal hier Grey Fox Equip, dass wir da auch immer schön wissen, ob hier irgendwas in der Nähe ist, so wie das hier zum Beispiel der Fall ist. Ja, perfekt. Wir haben gleich noch ein paar Arrows, die wir jetzt verschossen haben an dem Bandit, aber die, also die zwei, die wir daneben geschossen haben, aber die lassen wir mal Arrows sein. Ist es nicht so wichtig. Machen wir ein bisschen Hellraiser mit der Umgebung, ist ja auch nicht verkehrt. Und dann, man sieht halt mit der Kaul halt auch schon echt geil aus. Der Grey Fox selber sah irgendwie nicht ganz so cool aus mit der Kaul, fand ich. Aber hier als Dunmer, gerade wir jetzt so, wir tragen die eigentlich schon ganz gut, finde ich. Aber das hat schon was und wir sind ganz schön fix unterwegs, meine Herren hier. Wie auch immer der uns gerade mitbekommen hat. Nichts in der Nähe vom Oblivion Gate. Okay. Moment. Schauen wir mal kurz hier nach. Wir haben jetzt gerade eine Brücke überquert. Nee, wir sind, glaube ich, noch auf dem richtigen Weg. Okay, wir müssen noch mehr ins Landesinnere, sehe ich gerade. Sind aber schon fast angekommen. Wir haben hier den Silverfish River. Da müssen wir ein bisschen nach rechts gehen. Anscheinend haben wir gerade von irgendwas... Nee, klang so. Klang irgendwie wie die Battle Theme gerade. Dachte, wir hätten von irgendwas Aggro gezogen, aber... Dem ist nicht so. Oh, moin. Oblivion Gate. Gut, dass wir auch direkt bei Oblivion... Oh. Direkt zu Oblivion Gates fast traveln können. Was haben wir denn hier Feines? Highly Dwell. Irgendein Blessing haben wir auf jeden Fall gerade bekommen. Ah, hier. Nee, Spells, Greater Power, Effective, hier. Ah, alles hier ein bisschen fortified, okay. Was war das eigentlich für eins? Das war... Grease of Combat, okay. Standard Elite Shrine, nicht wirklich irgendwas, was man aufschreiben müsste. Nicht, dass wir hier vom Weg abkümmen. Oh. Okay. Machen Mudcrabs denn hier, die gehen normalerweise an den See. Okay, ihr Fucker wieder, hm? Geil. Hätten wir auch mit Volendrung meistern können, ja, aber so hat es irgendwie mehr Stil, wenn ihr mich fragt. Ah, und dann auch den Schrein direkt schon. Perfekt. Das wäre in dem Fall die Quest für...
wir haben gesprochen Spellbreaker. Müssen nur schauen, dass wir da genügend Inventory Space für haben. Ja, definitiv. Wir haben gerade Strength nochmal hochgelevelt. Das heißt, da können wir auch ein bisschen mehr Sachen mittlerweile tragen. Also, sowohl in Fallout als auch in Elder Scrolls Games ist es eigentlich, glaube ich, bisher immer wirklich so gewesen, wenn ich weiß, was ich tue, was mein Charakter-Leveling angeht, immer auf, das sind schon ein paar mehr Sachen als bei Shiro, ein paar mehr Leute als bei Shiro Goros, glaube ich. Na, okay, nicht viel mehr, aber... Was ist denn? Sah jetzt von der Entfernung aus ein bisschen wie ein Spriggan hier, das Ding, aber... I stand corrected. Aber ja, immer auf Strength leveln. Einfach damit man Sachen eben... Oder mehr Sachen tragen kann. Unconscious. Wait, what? Okay. Vielleicht hätte er doch gar nicht mal so... Okay. I have found a shrine to Periad, but something is wrong with his worshippers. They seem frozen in time, mindless, none of them speak... None move or speak. Okay. Periad. Okay. This one moves. A welcome change. So, mortal, you have found my shrine. And you have seen my followers. They are an embarrassment to me. The fools cast a spell in the hopes of summoning me to them. It was prideful and foolish, and it has had its consequences. Offensichtlich. My followers are trapped between worlds. Their bodies here on this plane, their souls in oblivion. I would have you reunite. Bodies and the souls. I will transport you to the plane of oblivion in which they are trapped. Find their souls. When all are collected, I will return you here. Return to me when you are prepared. Periad has told me that five of his followers, in an attempt to get closer to him, groß geschrieben, have transported their souls to a plane of oblivion. The Daedra would like me to travel there and carry their souls back to this world. I should approach the statue again when I am prepared to go. Und anscheinend haben wir irgendwie Gegner in der Nähe. So. Hat man es auch geklärt. Alles klar, mein Freund, Periad. Dann wollen wir mal. Let's tango. Kleine Planänderung, bevor wir das nämlich machen, haben wir hier vor Coral, ich habe mir da nämlich mal einen Guide zu angeschaut, ein Oblivion Garte. Und da können wir uns unser Endgame-Equip holen, was zumindest, haben wir genügend... Carrying Capacity sollte eigentlich reichen. Hier können wir uns nämlich unser Endgame-Equip tatsächlich abholen. Ich werde mal vorher safen am besten, bevor wir reingehen. Also eigentlich ist jedes Oblivion Gate, so wie ich das mitbekommen habe, random. Nur gibt es einige, die auf jeden Fall set sind. Und wir haben mittlerweile das, was wir machen müssen, um dieses Gate zu spawnen, haben wir abgeschlossen. Das ist nämlich eines der... Müssen wir im Hauptquest ein bisschen weiter voranschreiten, bevor wir dieses Gate hier bekommen. Aber es gibt einige Gates, die auf jeden Fall set sind. Eins davon wäre zum Beispiel dieses hier vor Coral. Damit ihr auch genau wisst, wo es ist. Falls ihr euren Char genauso gelevelt habt wie ich, oder spezifiziert habt wie ich, ist das auf jeden Fall das beste Gate, das man machen kann. Relativ zu Beginn, da ihr sowieso alles mit euch levelt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Und da ist gerade wunderbar das Game gecrashed. Genau, falls ihr genauso gelevelt seid wie ich, beziehungsweise spezifiziert seid wie ich, ist das hier eigentlich somit das Beste, das ihr zu Beginn machen könnt. Und zwar gibt es hier nämlich die beste Blunt Weapon im Game, sowie den besten Bogen im Game, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann machen wir das alle mal gemeinsam. Und zwar müssen wir einmal, also hier haben wir das Gate, wir gehen hier nach links.
gehen dann... Genau, nochmal ein bisschen weiter nach links. Hier dürften wir jetzt eigentlich keine... Also wunderbar. Keine größeren Gefahren auf uns lauern. Da hinten haben wir einen Flame Edge Arc. So, hier immer schön weiter. Fast von Morrowind hier, diese Dinger. So, Clan 4, kein Problem. Schnurrt wie ein Kätzchen, der Kollege. So. Geben auch ganz gut Value. Ich meine, 50. Ist gar nicht mal verkehrt. So. Genau, hier müssen wir jetzt einmal durch die Lava. Das heißt, wir können natürlich auch hier runter, wäre aber nicht die weiseste Entscheidung, sondern wir nehmen den kürzesten Weg durch die Lava, die wir finden können. Nicht, dass wir zu viel Damage nehmen. Geht nämlich relativ fix. Gehen dann, wie ihr das vielleicht schon angenommen habt. Einfach mal den Weg hier lang. Genau, und hier haben wir jetzt, wie wir hier sehen, ein paar Mines. Ich weiß, ob das in dem Fall auch unsere Punkte für Archery gibt, wenn wir die Dinger kaputt machen. Aber ich glaube, wir können auch einfach ganz schnell durchpacen. Ja. Okay, funktioniert. Nice. Nice. Good. Mein Detektor wäre ja gar nicht mal schlecht. So. Gehen wir hier ein bisschen runter. Hier haben wir nämlich Fume Vaults. Und hier... Ich glaube, hier ist es relativ leicht sogar. Wir müssen einfach nur die ganze Zeit auf der linken Seite hier bleiben. Das war ein Clan 4? Ah, ne, ein Scamp. Auch okay. Dachte, der war One-Shot. So, hier immer auf der linken Seite bleiben. Ah, okay. One-Shot. Volundrung ist definitiv eines der geilsten Sachen, die man finden kann. Yes. Easy Video Game. So, Embers of Hatred haben wir hier nämlich. Wollen wir mal, dass wir einen Ambush hinkriegen. Ja, okay. Wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe gesehen, dass sich da auf jeden Fall was bewegt. Genau so sieht's auch aus. Come here, big boy! Shit! Okay. Alright! Good. Wenn ich die richtigen Rings gerade equipped habe, ich gehe mal davon aus. Okay. Jesus, okay. Genau, wir haben nämlich den Key von ihm, den wir auf jeden Fall brauchen. Das war, glaube ich, von... Okay, nehmen wir beide. Warum nicht? Und ganz gutes Loot haben wir natürlich hier auch. Wir bekommen am Ende auch den Sigil Stone übrigens, da wir ja das, das Gate hier clearen. Und ich glaube übrigens, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Ich hätte ja eigentlich sogar das hier noch Mage Hunters Helmet anziehen können. Einfach damit ich hier den Damage wieder zurückwerfe auf den. Beziehungsweise ein bisschen Resistance habe dagegen. Wobei das ja nicht das größte Problem war. So. Dann übrigens 595 Carrying Capacity, was wunderbar ist. So, ich glaube hier gibt es nur einen Weg, wenn mich nicht alles täuscht.